So, hallihallö, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, wie ich finde immer noch meintest, obwohl die 16 Folgen bereits vorbei sind. Warum? Ich habe einfach Bock drauf. Pech gehabt. Wobei die meisten von euch ja sowieso eher meintest gucken als meine Truck Simulator Spiele, Let's Plays, egal. Dinge sind geschehen. Die letzte Aufnahme ist ja schon wieder 2 Tage her. 2 Tage, ja, glaube ich. Dinge sind geschehen, wie ich schon sagte. Wir schauen erstmal kurz beim Spiel rein. Warum flackern die diese Scheißkamera hier? Warum habe ich Holz in der Hütte? Achso, wo ich ihn auf meinem Stuff habe. Weg damit. Irritiert mich. Genau, wir waren dabei hier. Und jetzt haben sich aber einige Sachen. Also zum einen habe ich überlegt, dass das Ding hier explodiert. Könnte man damit beheben? Wir hatten ja. Ich habe ja das Problem. Ich weiß nicht, wie ich das mache, dass ich da vorne einfach 30 Stacks reinschmeiße. Wenn ich jetzt machen würde, realistischer wären, weiß nicht, 5 Stacks oder sowas, keine Ahnung. Dass denn die schon alle hier reingeführt werden können, ohne dass diese Pipe hier explodiert. Naja, normalerweise bei meinen Rohren, die ich oben habe, also oben bei den Kreisanlagen, habe ich es ja so, dass die Dinger direkt an den Sorting Tubes dran hängen. Das heißt, ohne Zwischenrohr. Der Vorteil dabei ist, wenn diese Sorting-Tube merkt, hier geht nichts mehr rein, dann wird es nicht einsortiert, sondern geht tatsächlich im Kreislauf ganz normal weiter. Geht dann dort vorne zurück, so lange bis er wieder hier vorbeikommt und nochmal versucht. Da hätte ich tatsächlich früher dran denken müssen, weil das Problem ist, ich musste dieses Pipe hier dran machen, weil ich dieses Mesekon-Signal hier zwischengepackt habe. Natürlich ist mir jetzt dann später eingefallen, hätte ich das Ding auch auf den Boden packen können. Dann hätte ich dieses Rohr eins weiter runter machen können. Und dann wär die Sorting-Tube direkt auf dem Ding drauf gewesen. Das heißt, dass ich dieses Mesekon-Signal hier drauf, statt da drunter gepackt habe, war dumm. Ist jetzt aber so. Mir sind aber andere Ideen eingefallen. Und zwar, wir arbeiten ja hier vorne. Mit einer Plant. Und naja, diese Adjustable Plant, die nutze ich eigentlich immer nur, wenn ich relativ kurze Zeiträume haben möchte. Aber dann ist mir eingefallen, man kann hier ja auch längere Zeiträume einstellen. Warte mal kurz, meine Anlage oben läuft noch. Warum läuft die überhaupt? Man kann hier kürzere, auch längere Zeiträume einstellen. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich das hier trennen kann, das hier komplett wegnehmen kann. Und jetzt steuert dieses Ding die Anlage hier ganz normal. Und ich schließe einfach hier eine zweite Plant an, die ich dann auf einen sehr hohen Wert schalte. Zum Beispiel, keine Ahnung, 30 Sekunden, 60 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie hoch man diesen Wert einstellen kann. Aber auf jeden Fall einen relativ hohen Wert, so ne, 30 Sekunden mindestens. Ich würde sogar vielleicht 60 Sekunden einstellen, sodass quasi nur alle Minute, also wenn ich es auf 60 Sekunden stelle, alle Minute hier ein Ding rausgefischt wird. Ja, das heißt, man könnte dann hier, übrigens ist die Anlage mit dem, was bereits vorhanden ist, fertig. Hierzu komme ich auch gleich nochmal. Das heißt, man könnte hier einfach so ein Stack reinmachen. So ein 99er Stack. Und innerhalb von, naja, etwas mehr als 1,5 Stunden, also unter 2 Stunden auf jeden Fall, wird dann dieser gesamte Stack rausgenommen, Stück für Stück, ganz langsam, sodass die Anlage nicht überfordert wird. Man kann aber auch hier 5 Stacks reinmachen, dann läuft die Anlage halt 10 Stunden. Egal, hat ja Zeit. Weil so viel Uran brauchen wir nicht. So. Und ich habe hier mir nämlich ein paar Schilder daran gemacht, zu meinen Überlegungen. Und genau, da haben wir zum Beispiel hier, es war meine Idee mit dieser zweiten Pflanze.
Dann, das hier ist bloß eine Erinnerung für mich, dass wir brauchen definitiv noch mehr Transformatoren, hatte ich ja gesagt gehabt. Wenn wir wirklich den Atomkraftwerk nutzen wollen, dann müssen wir ja irgendwie aus dem HV MV machen, im großen Stil. Also brauchen wir mehr Transformatoren, die parallel arbeiten. Und hier habe ich noch ein bisschen durchgerechnet. Und zwar mit einem Programm, was ich extra dafür geschrieben habe. Ja, ich habe mal wieder meine Programmierer-Skills ein bisschen aufgearbeitet. Ich gehe mal kurz in den Fenstermodus. Wo immer der ist, hier. Starte mal kurz Pure Basic. Lange ist es her, dass ich damit mal gearbeitet habe. Und hier habe ich ein Programm geschrieben, was mir meine Zentrifugenanlage simuliert. Es ist jetzt leider für euch wahrscheinlich relativ klein. Deswegen, wenn geht, bitte das ganze Video jetzt mal in 4K angucken. Ich weiß nicht, wie gut das Ganze erkennbar ist bei Full HD. Ich hoffe mal, es ist alles lesbar. Aber diese Anlage ist 1 zu 1 meine Anlage, die ich gebaut hatte. Wir haben 34 Zentrifugen. Man kann immer hier in die 0,7er eine beliebige Anzahl reinmachen oder halt manuellen Wert eingeben. Keine Ahnung. Ja, kann man ein bisschen was reinmachen oder auch zurücksetzen. Und dann kann man bei der Anlage die Anlage einfach mal laufen lassen. Laufen lassen heißt, sie macht genau das, was die echten Zentrifugen machen. Sie guckt immer von, also du hast zwei Hauptschleifen. Die erste Hauptschleife, für die, die Bock haben aufs Programmieren, kann man es hier auch sehen. Das hier ist diese, das ist hier die Hauptschleife. Da sieht man wunderschön, ich mache das Ganze mal so. Du hast eine äußere Schleife, hier von Repeat bis Forever. Und eine innere Schleife, nee, andersrum. Eine äußere Schleife von Repeat bis, naja. Also, du hast eine äußere Schleife, die quasi beliebig lange läuft, bis irgendwas passiert. Dazu komme ich gleich. Innerhalb dieser Schleife, genau, die beiden Schleifen hier sind völlig uninteressant, die machen was ganz anderes. Und innerhalb dieser Schleife wird jede Zentrifuge einmal durchgegangen. Und dann wird geguckt, okay, sind hier mehr als eine drinne, also zwei, drei, vier, weil es müssen ja immer zwei Uranstaubdinger drinne sein, damit daraus ein höherwertiges und ein niederwertiges gemacht wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen hinzufüge, dann guckt er jetzt, wenn ich hier auf Ausführen drücke, guckt er hier nach, sind hier mehr als eins? Nein, mehr als ein? Nein, 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 nein. Hier, ja, hier sind mehr als eins drinne, und zwar zwei. Ne, das ist hier dieses, wenn das, was du hier ermittelst, get, größer als eins ist, dann subtrahiere diesen Wert um zwei und füge links und rechts einen hinzu. Das ist genau das, was meine Maschine macht. Das heißt, es werden zwei aufgesplittet zu einem höherwertigen und einem niederwertigen in die jeweiligen Zentrifugen. Das macht diese Berechnung. Nichts anderes macht das. Bob. Wenn du jetzt nochmal zwei hinzufügst, Bob. Ha? Dann wurden hier zwei hinzugefügt, da zwei hinzugefügt. Und dieses Durchgehen macht er einfach so oft, bis sich nichts mehr verändert. Das ist diese Hauptschleife. Das heißt, es wird einmal jeweils geguckt, ob es höher ist als zwei. Wenn ja, wird das halt zentrifugiert, keine Ahnung. Es wird gespeichert, dass sich etwas geändert hat in der Anlage. Dann wird nochmal durchgegangen, ist jetzt immer noch irgendwas höher als 1? Ja, also wird das auch nochmal ausgeführt. Und das Ganze so oft, bis sich irgendwann nichts mehr ändert. Dann ist die Berechnung fertig. Das Geile daran ist, wenn ich jetzt sage, wir fügen bei dem 0,7er 2 99er Stacks hinzu, wie wir ja gemacht haben. Und lassen die Anlage jetzt mal laufen. Bumm. So sehen die Zentrifugen jetzt aus. Überall ist das Ding drinne, außer beim 1,4er. Das können wir jetzt nochmal überprüfen. Überall, also muss ich erstmal die Idee so. Überall ist eins drinne, außer beim 1,4er. Es funktioniert also on point. Die Logik hierhinter ist also super simpel, sodass ich sie auch innerhalb, das Programm habe ich in 15 Minuten geschrieben gehabt. Das Größte war eigentlich eher hier die GUI schon anzuordnen. Super logisch. Und
das, worauf das Programm eigentlich hinaus soll, ist mir zu berechnen, was die Ausgaben sind. Wie viele 0,0er ich bekomme und wie viele 3,5er. Und auch das stimmt. Ne? Man sieht hier 142 0,0er und 23 3,5er. Und wenn man hier vorne guckt, Bob, was habe ich gesagt? 142, genau. 142. Ne, hier, der eine kommt ja hier oben noch dazu, weil ist ja 99er Stack. Das heißt, von dem 0,0er sind es 142 und 23 3,5er. Das heißt, mit der Anlage kann ich so grob rot durchrechnen. Dafür habe ich sie gemacht. Weil die Anlage hier lief halt eine Weile und ich wollte aber schon vorher wissen, mit was kann ich rechnen. Und deswegen habe ich ja dieses Programm überhaupt geschrieben. Und hier kann man jetzt auch wunderschön sehen. Ich kann übrigens auch, wenn ich die Anlage jetzt mal zurücksetze, kann ich hier auch auf Autobahn machen. Das heißt, sobald man einen hinzufügt, wird automatisch berechnet, wie sich das dadurch ändert. Ne? Und wenn ich jetzt hier zweimal hinzufüge, da hat man wieder die gleichen Ausgangswerte. Und jetzt sieht man, aha, wir haben 23 mal 3,5er. Das ist das, was wir jetzt auch haben. Wir brauchen aber, um ein Uran-Dieser-Bumse laufen zu lassen, also unser Uran-Kraftwerk laufen zu lassen, brauchen wir hiervon 6 Stück. Und für eins von denen brauchen wir hier 5 Stück. Das heißt, 6 mal 5 sind also 30 von den Dingern. So, und jetzt kann man gucken. Wir haben gerade mal 23. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal einen hinzufügen, noch ein Stack, hätten wir mehr als 30. Das heißt, wir können jetzt schon mal direkt sagen, okay, wir klauen uns mal noch mal einen Stack. Nicht wundern, das ist jetzt relativ niedrige Framerate, weil ich wollte immer noch im Bildschirmmodus arbeiten, nicht im Fenstermodus. So, wir brauchen die Schleifmaschine. So. So, und mit diesem Stack haben wir dann schon mal 43. Aber wenn man mal weiter guckt, weil man sieht sehr schön, wenn die Anlage noch gar nichts hatte, ist ja alles leer. Das heißt, die ersten Sachen, die man einfügt, gehen erstmal darin über, dass die Anlage sich hier unten überhaupt füllt. Ne? Man sieht hier, die Ausgabe hat noch kaum was. Deswegen ist quasi der erste Stack, den man einfügt, hat fast nur Müll und gerade mal 3 brauchbare. Beim nächsten Stack sieht es aber schon anders aus. Da hat man fast 30. Und wenn ich jetzt nochmal 2 hinzufüge, bumm, habe ich mehr als 60. Wenn ich nochmal 2 hinzufüge, habe ich mehr als 90. Das heißt, man kann auf lange Sicht sagen, für je 2 Stacks, die man hinzufügt, bekomme ich einmal 30 als Gewinne raus. Und ja, das ist, habe ich dann hier vorne auch irgendwo hingeschrieben. Warte mal kurz, wie Level bist du? Ah, fast fertig, egal. Ich lasse das erstmal laufen. Das ist quasi das, was hier das untere Ding bedeutet. 2 99er Stacks ergeben 30 von diesen Uran-Dingern. Und damit kann ich damit einmal meinen Reaktor laufen lassen. Ja, und das Programm hier habe ich nur für den Fall, dass ich vergesse, euch das Programm zu zeigen, was ich gerade euch gezeigt habe. Ja. Das heißt, so, wir können mittlerweile die Schilderung weg. Jetzt. Habe ich zum Glück eh nicht gebraucht. Nur ich wusste nicht, wie viele Tage zwischen gestern und der nächsten Folge sind. Hätte sein können, dass ich erstmal 2 Wochen Pause mache. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt, sobald der Stack hier drinne ist, boop, ich kann gleich mal noch ein Stack hier machen, kann ja nicht schaden. So. Sobald der Stack jetzt hier verarbeitet wurde, schwupps,
können wir also unsere Maschine mindestens einmal laufen lassen. Sobald der nächste Stack, der jetzt umverarbeitet wird, auch hier drin ist, können wir den Reaktor sogar schon zweimal laufen lassen. So, das bringt uns ja jetzt tatsächlich zu unseren nächsten Problemen. Zum einen brauchen wir hier noch eine Blume, um halt hier die Ausgabe zu steuern. Mache ich gerade. Wir haben, glaube ich, gar keine Blinky Plant mehr, ne? Das heißt, ich muss komplett neu machen. Aber ist kein Problem, so teuer sind die Dinger nicht. Blinky Plant. Da brauche ich eine rote für. Und für die rote brauche ich das Zeug. Okay. Das heißt, ich brauche zweimal das. Ich brauche einmal das. Und ich brauche Saplings von unten in den Kisten. Ah, nee, wir haben auch Saplings. Okay. Den nehme ich hier und hier von zwei. Drei brauche ich. So. Bumm. Bumm. So, bin mal gespannt, auf welchen Wert man die Dinge einstellen kann. Das Schöne ist ja, eigentlich können wir den Stack, den wir hier jetzt rausbekommen, wenn er schon fertig ist. Ne, ist er noch nicht. Schade eigentlich. Aber warte mal kurz, so lange dauert es ja nicht. Ja, das Problem ist, mir ist auch schon aufgefallen, wie gesagt, die Anlage unten hat ewig gebraucht, bis sie fertig war. Was vor allen Dingen daran liegt, dass wir noch viel zu wenig Strom gewinnen. Das heißt, unsere Stromgewinnung, die Anlage braucht halt viel zu viel Strom. Das ist auch der Grund, einer der Gründe, weswegen ich, wie gesagt, nicht möchte, dass die Anlage durchwegläuft, sondern ich packe hier immer ein bisschen was rein, wenn ich was brauche, dann macht die Anlage das und dann können wir, ne, dann haben wir immer so ein bisschen an Vorrat. Das heißt, wir haben immer sechs, also ich würde so bauen, dass wir immer sechs Stäbe in Vorrat haben. Und wenn der Reaktor irgendwann leer ist, packen wir die sechs Stäbe in den Reaktor und lassen den nächsten sechs produzieren. Und dann reicht das. Ne? Weil sechs Stäbe reichen eine ganze Weile. Wir haben ja gemerkt, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Dinger gereicht haben, aber das war mehr als ein Monat, also in Echtzeit. Und ja, dementsprechend muss ich hier unten nicht jetzt irgendwie 10.000 davon produzieren. So, macht keinen Sinn. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, genau. Der ist mittlerweile fertig. So, da kann ich nämlich den 99er Stack einfach schon direkt in den 07er reinschmeißen. Ah, quasi ein bisschen Jumpstarting. Ach, sogar schon so einer drin. Danke. So, und jetzt wird spannend. Da vorne, das Ding. Das würde ich gerne setzen. 30. Wie gesagt, die Frage ist, wie hoch geht der Wert? Kann ich das einfach mal 10.000 eingeben und der behält sich den Wert? Ja. Das sieht gut aus. Bleibt jetzt auch bei 10.000. Also müsst ihr jetzt wirklich 5.000 Sekunden warten. Wobei 5.000 Sekunden ist mehr als eine Stunde. Egal. Wie gesagt, ich würde den Wert... Wie ist es eigentlich bei 1? Wenn ich welches Wert auf 1 stelle, ist es ja eigentlich 2, ne? Ja. Das heißt, ich muss den Wert auf 30 stellen. Damit der 30 Sekunden aus und 30 Sekunden anbleibt. Sprich also eine Frequenz von 1 Takt pro Minute. Ja, da sollte das jetzt so funktionieren. Das heißt, jetzt wird dieser Stack, der hier drin ist, ganz langsam rausgefischt. Easy. Gut. Genau, wir haben jetzt schon mal 23. Die können erstmal da drin bleiben. Und wir müssen uns jetzt mal darum kümmern. Also, dem ist halt, wie gesagt, jetzt werden unsere Akkus extrem leer gesaugt, weil die Anlage unten produziert einfach alles. Das Schöne ist ja, alle Komponenten arbeiten auch, wenn sie kaum Strom haben. Sie arbeiten halt nur langsamer. So, und wir müssen jetzt nämlich gucken. Hier. Von diesen Trafos will ich die gesamte Reihe voll machen. Vielleicht sogar mehrere Reihen nach hinten. Müssen wir mal gucken. Genug Platz sollte man dafür haben, auch wenn ich jedes Kabel wahrscheinlich dann nur ein bisschen anders verlegen muss, was ja auch kein Problem wäre. Gucken wir dann, was heute ist. Erstmal brauchen wir ganz viele Trafos.
Haben wir jetzt vielleicht sogar noch einen Trafo? Wäre hier. Warum haben wir davon so viele? Holy shit. So, Transformator. Nee, wie heißen die Dinger? Transformatoren. Wie heißt du? Umwandler. Converter. Ah! Ja, da wird aus Strom Äpfel gemacht. So, oh, da brauchen wir auch. Oh, oh, oh mein Gott. Och, nö, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das gefällt mir gar nicht. Warum brauchen wir so viel Scheiße für, ey? Boah. Gut, wir können schon mal ganz viel von diesen Spulen machen. Kupfer haben wir ja letztens ein bisschen viel hergestellt, aus Versehen. Das ist schon mal... So, was brauchen wir noch? Schmiedeeisen. Achso, jetzt geht aber mal doch erstmal wieder in den Fenstermodus zurück hier. Mein Test. So, jetzt ist die Performance wieder ein bisschen höher. So. Achso, mein Programm kann ich auch wieder schließen. Da, tada. Ja, also, wenn jemand Interesse an das Programm hat, I don't know. Vielleicht kann ich ja mal in mein Testforum irgendwie hochladen. Und wenn ich nicht wüsste, was irgendjemand damit anfangen sollte, ist halt nur für mich eigentlich nur so als Rechenhilfe. Ja, keine Ahnung. Achso, und ich habe übrigens herausgefunden, dass wenn ich da sehr hohe Werte eingetragen habe, also wenn ich jetzt 10.000 Blöcke gemacht habe zum Beispiel, also 10.000 das Dinger durchgejagt habe, dass in der Regel das Ganze auf 1:4 hinausläuft. Sprich also, man bekommt von dem 3/5er Material ein Fünftel raus, also hier von dem Zeug bekommt man ein Fünftel heraus und das ist dann 4/5. Oder halt, anders gesagt, 20%, 80%. Ne? Das heißt, man kann genau wissen, wenn man 20.000, angenommen, man braucht 20.000 35er oder 3,5er, dann bräuchte man, müsste man insgesamt 100.000 reinschmeißen, ne, das Fünffache davon. So, wir haben Schmiedeeisenbarren. Können wir unten gleich noch ein paar reinschmeißen in die Öfen? Warum ich so langsam, weil ich Hunger habe? Ganz schön laut. Das sind die lautesten Bären, die ich je gesehen habe. So. Alles. Ich komme gerade mal 13 raus. Wir werden jetzt eine Menge brauchen. Weil, ich würde schon gerne. Also hier mindestens zwei Reihen nach hinten. Einmal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wären immerhin schon mal 80.000. Das wären immerhin schon mal 80.000. Aber man hatte gerade schon gesehen. 120.000 bräuchten wir alleine. Und wir haben gerade mal 8.000. Ui. ja, das heißt, mit 8 wär schon mal wesentlich schneller. Das heißt, ich mache tatsächlich doch 2 rein. Ich baue die aber wahrscheinlich nicht da hinten, sondern weiter hier nach vorne, ne? Macht das mehr Sinn? Oder ich arbeite die Anlage einfach hier um die Ecke rum. 1, 2, 3, 4, 5. Das wären dann nochmal 5. Ich meine, hier in die Ecke, also zwischen die beiden, könnte ich auch noch eins setzen. Wären dann 6, dann hätten wir insgesamt schon 14. Ja. Ich meine, die beiden würde ich dann wahrscheinlich sogar abbauen. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich.
Ich muss auch gucken. Ich glaube, wir werden die gesamte Anlage hier umbauen. Sodass das Ding wandert dann nach hier unten irgendwie. Die beide, keine Ahnung, ob wir die überhaupt noch brauchen. Eigentlich brauchen wir die beiden gar nicht so. Und dann kann die gesamte Reihe hinten, alles, was man denn sieht, kann dann voll mit diesen Dingern werden. Das heißt, wir brauchen aber davon dann entsprechend 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich mache mal erstmal 20. Oder wir bleiben sogar bei insgesamt 20. Das ist eine schöne Zahl. Das heißt, einen haben wir schon. Den bräuchten wir also noch 18 weitere. Okidoki, dann haben wir doch schon mal einen Horizont. So, 18. Das heißt, wir brauchen hier von. Oh Gott. 36, 72. Was? Doch, genau, 72. Ja, gut. Das ist traurig. So, Schmiedeeisen. Dankeschön. Und das gleiche noch mal mit Kupfer. Eigentlich haben wir mittlerweile so viele Ressourcen, dass das eigentlich völlig egal ist. Aber ja, es ist halt trotzdem eine Sisyphus-Arbeit. So, jetzt kommst du nach da, du da, du da. Was? Ja. Hä? Was hat das da gerade für eine Aktion? Achso, ich hab auf die 1 geklickt. Ich hatte für alles. Das hat schon einiges. So, warum hat er die jetzt. So. Wir haben gerade mal 40. Ich muss. Okay. Mann, oh, das ist hier ewig. Ich brauche mehr von diesen Plasterrollen. Ich mach davon gleich mal noch ein paar. Ganz ehrlich, das ist ja. So, Plastisheets haben wir mehr als genug. Einfach nur Kunststoffplatten. Einfach nur Kunststoffplatten. Da haben wir zum Glück ein paar. Und wir können auch ganz viele machen, weil wir ja hier ganz viel Öl noch haben. Das heißt, da habe ich überhaupt keine Bedenken. So, wir haben. Okay, du glaubst, da kommt ein bisschen mehr raus. Haben wir noch irgendwelche Plastik-Sheets? Nee, ne? Ah doch, B-Stones haben wir noch. Sollte erstmal reichen. Das sieht gut aus. Hier haben wir auch noch ein paar. Wow. Wow, reicht das genau? Warte mal kurz. Haben wir jetzt genau zwei Stacks? Ja, zwei davon sind zwei davon. Das heißt, wir haben von den Dingern jetzt genau zwei Stacks. Das hat ja erschreckend gut funktioniert. Lol. Besser als ich dachte. So. Jetzt mal weiter hier in die Text. Wir brauchen. Immer noch das Ding, immer noch das Ding und immer noch das Ding. So, 72 brauchen wir davon. Also halt. Erstmal brauchen wir so und so. So.
reicht gerade mal für 20. Das heißt, ich muss, naja, 72. 72. Oh, ist das schwer zu rechnen. Holy shit. So, jetzt haben wir erstmal 4. Jetzt haben wir 60. Dann brauchen wir also nochmal 40. Aber schon mal 70. Jetzt brauchen wir nochmal 8. Haben wir 72. Korrekt oder nicht korrekt? Nein. Da. Alles. 13. Ja, das passt perfekt. Bam. Yay. So, haben wir schon mal die Dinger. Alter Schwede. So, ich nehme die Kiste wieder als Zwischenpuffer. Das haben wir schon mal. Was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir hier von 72. Oh, da brauchen wir ganz viel von diesem Glutzeug. Haben wir definitiv nicht. Haben wir gerade mal 30. Was ist das denn für ein Zeug, Glue? Achso, das war's mal einmal, wenn man das Ding einmal kocht. Oh. Ist das so eine riesige Pipeline immer hier hinter ist, ey. Ah, das ist schon echt heftig. Und Glue haben wir sonst echt nicht mehr, ne? Glue haben wir nie hergestellt. Scheinbar nicht. Okay. Gut, dann wird es jetzt tatsächlich mal Zeit, endlich mal unsere Bäume abzupflanzen, abzuernten. Ich würde aber erstmal hier nochmal ganz kurz hier... kurz mein Inventar aufräumen. So. Oh, wir haben mal zwei Schmiedeeisen. Lol. So, das schon mal. Plastikrohre kommen erstmal beide hier rein. Genau zwei Stacks, ist das geil. Haben wir jetzt erstmal in Ruhe wieder ein bisschen... Was? In Zukunft wieder ein bisschen Ruhe, was diese Plastikröhrchen angeht. Ich weiß nur noch, wie sie damals früher immer irgendwie verschwunden sind. Ne? Da hatten wir immer ein paar und dann bei... Ich weiß nicht mehr... Einer von diesen Button, glaube das Ding hier, hat dann immer die Dinger geschluckt. Hatte ich ja damals auch erwähnt gehabt, dass mir das aufgefallen war. Achso, halt, die drei Signs gönne ich mir. Die hätte ich ja als Administrator gemacht, also weg damit. Ja. Die Sheeten hier. Du noch da, du noch da. Du kannst auch erstmal wieder da rein. So. Und da würde ich mal sagen, in der nächsten Folge, ich nehme mal hier zwei mit, weil die Bäume sind relativ groß. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann da hinten diese wunderschönen großen Bäume abhacken. Freut euch schon mal darauf.